So, dann gucken wir mal. Ja, das habe ich mir gedacht. So. Füttern. Füttern, mit Flasche füttern. Da tun wir jetzt einmal die Windel wechseln. Babypflege, schmutzige Windel wechseln. Und dann gehen wir runter und setzen Florian hier ab und essen mit ihm zerdrückte Avocado. Und danach kümmern wir uns dann endlich mal um uns. Ist mir egal wie, aber danach kümmern wir uns um uns. Wenn es den Kindern dann nicht gut geht, ist es mir egal. Aber langsam müssen wir. Wir müssen auf Klo, wir haben Hunger, wir haben keine Hygiene, wir haben keine Energie, wir haben gar nichts. Das Leben einer Mutter. Das Leben einer Mutter, wie es im Buche steht. Genau so sieht's aus. Genau so sieht's aus. So, jetzt nimm dein Kind und geh es füttern. Meine Güte. Babypflege. Vielleicht nimmst du jetzt noch mal die Flasche an. Ach, geht doch. Seine Hygiene ist jetzt nicht sonderlich hoch. Spaß. Können wir Florian hier absetzen? Dann kann Florian unten nämlich spielen und wir gehen hochschlafen. Das wäre das einzige Sinnvolle, was wir hier in der Situation tun können. Helfer Cameron entdeckt, dass er was Seltsames unter seinem Bett wohnt. Ist der jetzt wach? Der Versuch von Alpha Kevin, mit dem Monster zu unter seinem Bett zu kommunizieren, war nicht erfolgreich. Bitten, das, ja, können wir auch nur wieder Alessia drum bitten. Nickerchen machen. Okay, er versucht sie zu wecken. Einwandfrei. Was machen die jetzt? Wo rennt er jetzt hin? Aufwecken. Will er jetzt alle aufwecken wegen dem Monster? Eieiei. So. Verwenden. Baden. Wenn sie zu müde ist, kann sie mir in der Badewanne ertrinken? Ich glaube tatsächlich ja. Kacke. Sobald sie aufsteht, wird sie direkt einpissen. Verwenden. So, Kind geht spielen. Kind hat keine Energie. Ist das Kind mit irgendwem befreundet? Nee. Eieieiei, das wird hier gar nicht gut. Das wird hier gar nicht gut. Das geht mir hier gerade alles ein bisschen zu sehr drunter und drüber. Jetzt geht sie rein bei Dina Caliente. Nein, machst du jetzt nicht. Du gehst jetzt auf Klo. Oh Gott. Warum ist er denn jetzt kaputt? So. Auf Klo gehen. Florian ins Bett bringen. Und dann geben wir bitte erstmal was essen und dann schlafen. Liegt oben noch was? Natürlich nicht. Dann gehen wir erst schlafen. Ist egal. Muss jetzt. So, ich würde das ganz gerne hier mit rauslegen. Dann kann irgendeines der Kinder aufräumen oder so. Mir doch egal.
Schläft er wieder? Er schläft wieder, okay. Ich wollte gerade sagen, wie ist das möglich, aber das ist halt Don. So. Bring dein Kind jetzt bitte ins Bett. Du, hör auf zu spielen, in die Haia gehen. Ja, du sollst richtig ins Bett gebracht werden und nicht auf dem Boden schlafen. Bringst du dein Kind jetzt ins Bett oder was? Geht doch, meine Herren. An allen vorbeischlängeln, an den ganzen Koffern vorbei. Ist nach dem Albtraum, ein Albtraum nachgeschwitzt aufgewacht. Das darf doch nicht wahr sein. Digga, erst ein scheiß Monster unterm Bett und jetzt instant noch ein Albtraum hinterher. Versteck dich unter der Decke. Los, mach. Das Kind hat Hunger, aber wir können nicht kochen. So, schlafen. Jetzt lass sie mal wirklich mal schlafen hier. Jetzt heult ein Kind, ich raste aus. Sag mal, warum timen die sich das denn so? Was ist denn das? Das kann es ja nicht angehen. Sie bringt das eine Kind endlich mal ins Bett. In der Auffassung, endlich schlafen zu können. Da fängt oben das nächste an zu heulen. Windel. Beide Windel. Okay. Also. Babypflege, schmutzige Windel wechseln. Mehr Auswahl. Babypflege, schmutzige Windel wechseln. Die müssen in die Schule. Sie ist schon wieder in Ohnmacht gefallen. Eieieiei. Weil Hunger hat. Kann er sich fix irgendwie einen kleinen Snack holen? Schnelle Mikrowellensachen, Hähnchennuggets. Was ist mit ihr? Ich lasse sie mal auch aufstehen. Sie muss ja auch. Schnelle Mahlzeit. Erdnuss-Butter-Gelee-Sandwich. Ist egal. Mama kann jetzt nicht kochen. Digga, die Arme, Alter. Die Arme. Fällt die ganze Zeit in Ohnmacht. So viel Stress hat sie. So, mehr Auswahl. Babypflege, schmutzige Windel wechseln. So, die Kinder haben die Hausaufgaben fertig und die haben schon angefangen, am Projekt zu arbeiten. Na, das macht Vorteil. Wir müssen gucken, dass wir die ein Projekt auf alle Fälle, wenn nicht sogar ein zweites, machen lassen. So, da werden auch schön brav die Windeln gewechselt. Wir brauchen hier oben einen Mülleimer. Wir brauchen hier oben eindeutig einen Mülleimer. Warum haben wir hier oben keinen Mülleimer? Wahrscheinlich haben beide Kinder auch noch des Todes Hunger. Ja, nee, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hier, guck mal. Herausfinden, was los ist. Herausfinden, was los ist. Und immer gib ihm. Deine Kinder heulen. Meine Güte. Oh, ist das aber auch laut, Alter. Die schreien aber auch. So. Füttern mit Flasche. Dann macht sie es direkt. Hier fürs zweite Kind ist es ja angegeben. Sie hat halt echt so Hunger, aber sie muss schlafen. Sie muss erst schlafen. Das funktioniert sonst nicht. Sie muss erst schlafen. Digga, ich hätte echt nicht gedacht, dass das so schwer ist, die ganzen Kinder zu jonglieren. Ich habe wirklich gedacht, das ist leichter. So, fleißig lernen. Was machst du? Auch zur Schule gehen. Warum fühlst du dich so unwohl? Wegen Wackelzahn. Schon wieder? Oh, räumt er auf? Sehr vorbildliches Kind. Sehr, sehr vorbildliches Kind. Einwandfrei. Warum gehst du nicht in die Schule? Zur Schule gehen. Zur Schule gehen. Du gehst in die Schule, aber ganz fix. Geht doch. Scheinbar sind meine Dienste bei dir heute nicht nötig. Damit gebe ich mich zu meinem nächsten Kunden. Ja, wir haben jetzt auch nicht so viele Gartenpflanzen, die wie für dich nötig wären. Also hier ist nichts.
Wir haben gar nichts hier. Wir müssen uns auf jeden Fall eine Kuhpflanze anschaffen. Ich weiß noch nicht, wo wir die hinstellen. Okay, wir haben 24 Stunden Zeit, unsere Rechnung zu bezahlen. Das ist die eine Sache. Fleißig lernen. Lagen wir oben, haben gepennt. Okay. Ja, dann spul weiter. Wer bist du? Nicht unser Kind. Ja, habe ich mir gedacht. Nicht unser Kind. Boah, mein Gott, wir können mal schlafen. Wir können mal schlafen. Ist das gerade gut? Ist das gerade super? Normalerweise müsste er doch eigentlich wieder schneller spulen. Warum spult er jetzt schon wieder nicht so, wie er soll? So, das Fläschchen stellen wir zur Seite. Dann können wir theoretisch gesehen, bevor dann gleich irgendwas passiert, wir grillen direkt Chimi. Wir machen direkt was zu essen. Wir gucken, dass wir immer so viel wie möglich hier oben bleiben. Bis auf unser Toddler unten halt. Aber es ist sehr cool, weil wir sind jetzt, glaube ich, an dem Tag, an dem Dings Geburtstag hat, ne? Geburtstage. Alle heute? Gronkh, Dena, Florian. Das heißt, die anderen beiden können jetzt älter werden. Und Florian wird ein Kleinkind. Oh, wenn uns jetzt nicht gleich ein Kind abgeholt wird, dann weiß ich auch nicht. Boah, ist das stressig. Es ist stressig. Es ist so stressig. Ich fühle den Stress. Das ist so cool. Wir können die alle drei älter werden lassen jetzt. Sobald wir vernünftig wach sind. So. Wir lassen sie erstmal ganz normal ans Kind gehen. Das ist nicht das Kind, was heult. Was machst du da? Leg dein Kind weg. Kümmer dich ums zweite. Okay, dann brich es halt nicht ab. Okay, du bist auch halber verhungern. Ich lasse sie jetzt einfach mal machen. Okay, sie geht doch erst zum Kind. Alles klar. Räumt er auf? Holt er das Geschirr? Oh, sehr cool. Sieht aus, als wäre alles fertig. Macht dann 98 Dinge. Digga, du hast die komplette Dachterrasse vergessen, du Vollidiot. Okay, das haben wir. Dann können wir jetzt Jimmy grillen. Und wenn wir gegrillt und gegessen haben und duschen waren und dann ist alles fein, dann gucken wir darum, dass die ganzen Kinder altern. Und dann sind wir schon mal einen ganzen Schritt weiter tatsächlich. Einen ganzen Schritt weiter. So, wir verkaufen das, dann können wir unsere Rechnungen nämlich auch bezahlen. Und dann müssen wir eigentlich auch gucken, dass wir wieder malen. Weil dann haben wir nämlich kein Geld. Und dann dauert es nicht lange bis zur nächsten Rechnung. Oh Gott, beide Kinder heulen. Die waren 2 Sekunden ruhig. 2 Sekunden, was ist da los? Ey, wir sind so am Stinken. Okay, ich lasse sie ganz in Ruhe da erstmal rangehen. An Galerie verkaufen. So, beide Kinder haben jetzt die gleiche dreckige Windel, wa? Ja, komm, ist egal. Dann machen wir es direkt so. Was? Ach, herausfinden, was los ist. So, Babypflege, älter werden. Mehr Auswahl, Babypflege, älter werden. Ist egal, wir lassen sie jetzt beide direkt altern. Meh. Oh, die sind so am Heulen. Ich muss mir noch aufschreiben, dass wir Gronkh und Dena bekommen haben. Ich vergesse das sonst. Wo kommt denn der Teppich daher? So, älter geworden. Gefühlsstark. Die Sims sind sehr emotional und leicht zu beschäftigen. Dafür aber nur schwer zu beruhigen, wenn sie schlechte Laune haben. Einwandfrei. Hat mir ja voll gefehlt. So, Kind Nummer 1.
Meilenstein Lächeln freigeschaltet. Nun sieh sich diese glücklichen Gesichter an. So, mehr Auswahl, Babypflege, älter werden. Oh Gott, oh Gott. Wir kriegen noch einen zweiten Teppich. Sonic, diese Sims lächeln und kichern viel und mögen den Kontakt zu anderen Sims, wodurch sie jedoch auch mehr gesellschaftliche Aufmerksamkeit benötigen. Digga, mach's mir doch nicht noch anstrengender! Was ist das? Aber das sind unsere beiden Jungs hier. Passt sogar von den Haarfarben her einigermaßen. Warte mal. Kann ich die Teppiche da drunter schieben? Das ist süß. Ich kann die nicht verschieben. Objekt nicht gefunden. Die sollen eigentlich gar nicht da sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das fängt ja gut an. So, dann kümmerst du dich jetzt bitte mehr Auswahl, Babypflege nach Säugling sehen. Kind weint ja nicht umsonst. Wo ist das Problem? Stillen, Hunger. Soll Amalia den Klassenkameraden Enrico zu sich einladen? Ja. Soll Alpha Kevin den Klassenkameraden Florian zu sich einladen? Ja. So. Dann gucken wir mal. Seine Energie ist low. Ich lasse ihn einfach mal direkt schlafen gehen. Er hat die ganze Nacht nicht gepennt, der arme Junge. Der macht jetzt mal ein Nickerchen hier. Bei ihr sieht es relativ gut aus. Sie kann eigentlich hochgehen und sich hier oben was zu essen holen. Hallo, ich sehe das nicht. Danke. Ein Gericht nehmen. Dann Hausaufgaben mit links machen. Oh, das heißt, sie ist eine sehr gute Schülerin. Das tut sehr gut. Und dann machen wir das hier nämlich mit vorsichtig arbeiten weiter. Und dann ist sie nämlich erstmal gedeckt. Bei ihm wird es wahrscheinlich sehr ähnlich sein. Er wird dann, nachdem er schlafen gegangen ist, sich hier ein Gericht nehmen. Seine Hausaufgaben machen. Wir müssen die wirklich so krass fördern, was die Schule angeht. Und vorsichtig arbeiten. So, was ist jetzt mit Mama? Wo ist unsere Mama? Mehr Auswahl, Babypflege nach Säugling sehen. Mehr Auswahl, Babypflege nach Säugling sehen. Nach Säugling sehen. Bevorzugte Rückentrage festlegen. Säuglingstrage grau mit weißen Akzenten. Schwarz mit gelben Akzenten. Die ist cool. Oh Gott, das ist ganz grauenhaft hier. Erstes Blasenversagen. Er lässt jetzt auf dem Grundstück Betty 100 Baby Challenge etwas äußerst Peinliches passieren. Eieieiei. Wir haben immer noch sehr Hunger und keine Hygiene. Wir müssen gucken, dass wir die Kinder nachher wieder runterbringen, damit die unten spielen können und so. So, nachdem sie das Kind gefüttert hat, würde ich ihr anraten, auch mal was zu essen. Was ist denn eigentlich unsere Aufgabe? Dein Kleinkind, Kind oder dein Teenager fünfmal Maß regeln? Das Coole ist, Florian schläft noch. Wirst du mal da verabreden? Nein, dürfen wir nicht. Sobald Florian wach ist, lassen wir den altern. Dann ist der nämlich unser Kleinkind. Haben wir zwei Säuglinge, ein Kleinkind und zwei Grundschüler. Oh mein Gott. Und dann gucken, dass wir Florian so schnell wie möglich fördern. Weil sobald Florian vier Sachen auf Level 3 oder einen auf Level 5 hat, darf er sofort altern. Beim Mampfen pieseln. Gronkh pieselt häufig, wenn er gefüttert wird. Säuglinge mit der Marotte beim Mampfen pieseln machen beim Füttern oft in die Windel. Alle Säuglinge sind unterschiedlich und besitzen eine Kombination aus drei Säuglingsmarotten. Oh Gott, oh Gott. Bringen wir den jetzt unten ins Kinderbett? Legst du Gronkh ins pinke Zimmer? Nee, ins blaue. Okay. Das heißt, Dena wird im pinken Zimmer schlafen, weil wir haben leider kein Mädchen gekriegt. Ich hätte gerne ein pinkes Mädchenzimmer gehabt, aber ich bin auch fein damit, dass es ein pinkes Jungenzimmer ist. Das ist gar kein Problem. So, wir essen jetzt ganz in Ruhe. Ich lasse jetzt wirklich erstmal essen. Ist egal. Kind unten kann schreien. Altert eh gleich. Aber dann haben wir heute guten Progress gemacht. Cool wäre, wenn wir vielleicht noch die Möglichkeit haben, gleich nochmal direkt schwanger zu werden.
Das Problem ist nur, wenn wir potenziell, also wir dürfen halt nur Zwillinge kriegen dann. Ich weiß halt nicht, also ich glaube, wir kriegen dann halt auch nur Zwillinge, ne? Wir haben jetzt 5 Kinder. Warum stehst du jetzt beim Essen? Meinst du, die Kalorien kommen dann nicht so gut hoch? Baden? Nein! Iss dein Essen doch jetzt! Meine Güte, oh, ich habe die Tapete vergessen. Warum ist hier keine Tapete dran? Wartet mal, das müssen wir jetzt einmal kurz direkt ändern. Hat uns das jetzt zu viel Geld geklaut? Nein, wir können auch die Stromrechnung bezahlen. Das müssen wir jetzt auch noch fix tun gleich. Bei Sims 2 konnte man die Kinder mit einem Mod gerichtet. Willst du mir gerade erzählen, bei Sims 2 konnte man die Kinder mit einem Mod grillen? Das ist schwierig. So. Florian, du alterst jetzt. Du kannst älter werden. Wenn ich wüsste, wo es ist. Das macht keinen Sinn. Wieso kann ich dich nicht älter werden lassen? Aktion. Babypflege. Mehr Auswahl. Älter werden. Du hast nämlich Geburtstag. Wir füttern dich jetzt und dann wirst du älter. Happy Birthday und so. Lieb die Weckzeit. Dena ist beim Aufwachen häufig gut gelaunt. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Liegt trotzdem oben und ist wütend. Dena ist sehr hungrig, zu, dass du ihn fütterst, sonst holt man ihn ja noch weg. Ja, gleich. Lass doch erstmal kurz Florian eltern hier. Hallo. So, ich hoffe, die Kinder machen ihre Projekte fertig. Er ist gerade noch bei Energie geladen. Er isst jetzt erstmal, aber sie arbeitet schon dran. Angespannt. Ja, ist mir egal. Du musst das fertig kriegen. Du machst sogar noch ein zweites diese Woche. Wir haben Dienstag. Beruhig dich. Du hast noch genug Stress. Hör mal auf, angespannt zu sein. Was macht sie jetzt? Absetzen. Nach Säugling sehen. Warum wird er jetzt nicht älter? Was ist hier passiert? Okay, dann nochmal. Babypflege, mehr Auswahl. Älter werden. Das ist auch ganz cool, weil Florian und Dena sehen nämlich sehr gleich aus. Das verwirrt mich. Ich weiß immer nicht, zu welchem Kind sie will. Na los. So. Merkmal anhänglich. Flo, du wirst immer schlimmer. Du bist gefühlsstark und anhänglich. Flo, du wirst immer schlimmer. Ich mag das nicht. Flo, das geht so nicht. Unser dreckiges kleines Kind. So. Stillen. Wir müssen das jetzt hier mal kurz ein bisschen balancieren. Spaß. Das Bedürfnis Spaß ist gesperrt, wenn sich Säuglinge nicht alleine bewegen können. Durch Abschluss des Meilensteins hinsetzen, erlangen Säuglinge die Fähigkeit zu rutschen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, das ist alles eine ganz große Katastrophe. Du musst erst dein Kind füttern. Fütter dein Kind. Kann ich sie darum bitten, das zu machen? Familiärkurs unterhalten. Freundlich. Aktion? Nee, kann ich nicht. Hör auf, dein Kind baden zu gehen. Fütter doch erstmal das andere und dann geh dein Kind baden.
Meine Güte. Stressig. Stressig. Einfach stressig. Ich war gefühlt stark. Ja, tut mir leid. Aber wir müssen jetzt anhänglich. Sie sieht ganz grauenhaft aus. Sie sieht aus, als wenn es ihr gar nicht gut geht. Was ist passiert? Was ist passiert? Ganz ruhig. Ja, du machst ja dir Stress. Mach doch mal den Teppich weg. Ich kann nicht. Der Teppich buggt. Objekt nicht gefunden. Der Teppich existiert nicht. Kommt sie nicht ans Kind wegen dem Teppich? Oh, ich flipp aus. Ich flipp aus. Ich kann 25 Minuten in Ruhe spielen. Spätestens dann muss ich den Spielstand nochmal neu laden.